Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Geisch. Auch an euch vielen Dank für 751 Abonnenten jetzt. Mega geil. Ja, heute schauen wir mal in den heutigen Item Shop rein. Und da ist er, der Marshmallow. Das Redeployment ist ja echt crazy. Das ist ja echt crazy. Dieses Redeployment. Alter Vater. Mega cool. Ja. Was würde ich denn dem Mellow Rider geben? Ich finde den echt irgendwie. Es ist ein Standardgleiter, ja. Muss ich echt sagen. Ist ein Standardgleiter. Aber den Effekt finde ich irgendwie spannend. Und von mir kriegt der Mellow Rider immerhin mal 6 von 7 von 10. 6 von 10. 7, 6 von 10. So. Sagen wir hier 4,5 von 5 bei 2 Votes. So, dann so sieht der neue Marshmallow Skin aus. Start the party. Reactive. Lights up while using musical emotes. Das wäre natürlich jetzt echt mal interessant, ne? Reactive bedeutet also, das Ding hier, wenn du anfängst zu tanzen, dann müsste der eben anfangen zu blinken, ne? Der Marshmallow. Stimmt, ganz cool. Ja, hat was, muss man echt sagen. Kriegt von mir auch 7 von 10. So, wie schaut's aus beim Marshmallow? Und der hat hier 4,1 von 5 bei 10 Votes. Da sind wir dann auch schon hier mit durch. Dann gehen wir mal hier zum Marschwort. Lass uns das Ding mal anschauen mit verschiedenen Emotes, mit verschiedenen Skins. Was haben wir denn da alles? Wie sieht's denn aus hier zum Beispiel mit dem Ritter? So, mit dem schwarzen Ritter, hier mit dem. Was haben wir da noch? Der Ray Ravage. Was haben wir denn noch? Hier, der Spider Knight. Mit dem Eiskönig.
öfter ich das Ding höre, das ist auch wieder, das wird auch wieder zum richtigen Ohrwurm, ey. Das wird auch wieder zum richtigen Ohrwurm, habe ich das Gefühl. Ich spiele den Kram aus dem Kopf nicht raus. Das kann ich euch jetzt schon sagen, ey. So, dann ihn hier. Hatten wir es ja schon am Anfang gehabt. Also da muss ich jetzt echt mal sagen, das sieht ja bei den Mädels deutlich viel besser aus als jetzt bei den Jungs. Oh, da sieht's mega cool aus. Da sieht's echt mega cool aus. Da sieht's echt mega cool aus. Dazu passt das richtig gut, ey. Mega nice. Ja klar, Glühweinagentin. Da muss man natürlich auch immer gucken. Beim Wolf sehen die meisten Emotes echt nicht ganz so toll aus, muss ich ehrlich sagen. Ganz so prickelnd. Wie sieht's denn mit unserem Pokémon aus? Hm. Ja, mit dem Ragnarök. Das passt halt nicht zu so einem Skin. Passt echt nicht zu so einem Skin. Normalerweise brauchst du bei für diesen Emote brauchst du echt hier ein Mädel irgendwo. Alles andere. Hier sieht es aus wie John Wick. Nein, das sieht echt nichts aus. Hat er voll die große Hand, ne? Habt ihr das gesehen gerade? Voll die mega Riesenhand hier.
Da müssen wir hier bei ihr mal wieder schauen. Wobei bei ihr sieht es jetzt auch nicht ganz so toll aus. Gehen wir mal hier auf sie hier. Wow. 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 Holy shit. Da sieht das mal richtig nice aus. Richtig nice. Eieiei, cool. Also bei ihr sieht das sensationell gut aus. Schlecht sagen. Sieht denn bei der aus? Auch nicht schlecht. Ja, da muss ich mal gucken. Weil das könnte jetzt lustig sein. Was haben wir denn noch? Mega, bei der sah es auch gut aus. Der sah es auch richtig gut aus. Sehr schön. Sehr schön. Naja, nee, nicht so. Nee, bei ihr nicht so. Das ist nicht so prickelnd. Wie sieht's denn aus beim Weihnachtsmann? Aber irgendwie auch cool aus, muss ich sagen. Bei Weihnachtsmann sieht es echt irgendwie auch cool aus. So, wir springen jetzt mal wieder ein paar. Bei ihm müssen wir natürlich auch nochmal schauen. Mega witzig, ey. Mega witzig. Hier sieht das echt cool aus. So, und jetzt nochmal bei ihr. Dann sollten wir eigentlich auch schon so weit durch sein. Ja, also was kann man jetzt abschließend dazu sagen zu dem? Ich finde tatsächlich, also mal gut, einmal müssen wir es jetzt noch mit dem DJ Honda machen. Aber bei dem sieht es eigentlich auch ganz gut aus, ja. Also bei den ganzen Skins, bei den ganzen weiblichen Skins, muss ich sagen, sieht es also jetzt bei manchen mehr, bei anderen weniger, sieht es richtig cool aus. Am besten hat es mir tatsächlich gefallen hier bei ihr, bei der Dusk, muss ich sagen, mega sensationell. Das will ich jetzt noch einmal mir kurz nochmal anschauen. Da finde ich, sieht es richtig edel aus, eigentlich mega. Mega cool, ehrlich, wirklich. Also, auch so die Mimik und so weiter kommt echt gut rüber bei ihr. So, und je nachdem mit welchem Skin, also für die bei den weiblichen Skins würde ich dem immerhin mal 7 von 10 geben. Bei den männlichen Skins gehe ich ein bisschen runter, da finde ich es jetzt nicht ganz so toll. Da muss ich sagen, würde ich 5 von 10 geben, ja. 7 von 10, 5 von 10,
Also bleiben wir mal dabei. Viele von euch spielen ja auch weibliche Skins, da würde ich dann 7 von 10 geben. So, dann schauen wir doch mal, wie sind denn die aktuellen Noten für den Mellow Walk oder der Marsh Walk. Er ist jetzt nicht so gut angekommen bis jetzt bei euch. 2,67 von 5 bei 3 Votes. Ja, so. Dann haben wir den DJ Bob und den finde ich, ich finde den schrecklich, 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 schrecklich. Und der DJ Bob kriegt von mir 2 von, ich finde den grausam. 2 von 10 kriegt der DJ Bob von mir. Hier haben wir 2,77 von 5 bei 56 Votes. Ich finde den schrecklich. So, die Spektralaxt. Kriegt von mir 5 von 10. Und da haben wir hier aktuell 4,17 von 5 bei 23 Votes. Dann sind wir beim Nightlight. Nightlight kriegt von mir 6 von 10. Gucken wir mal beim Nightlight. Da haben wir 3,86 von 5 bei 35 Votes. Dann sind wir bei Drop the Bass. Sind wir mit dem Drop the Bass auch schon durch und der Drop the Bass kriegt von mir 7 von 10. Jetzt haben wir da 3,86 von 5 bei 28 Votes. So, jetzt haben wir noch einen neuen Emote, den Bobbin. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Wie sieht der denn aus? Also den werde ich jetzt nicht mit allen möglichen Skins durchspielen, den Bobbin, weil den finde ich persönlich, also ich kann mal gucken, wen ich jetzt mal, aber den finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Ich mache jetzt mal hier nochmal die Glühwein-Agentin rein. Aber wie bescheuert das bei ihr aussieht. Sorry, aber... Sieht total bescheuert aus. Ich finde ihn nicht gut. Sorry. Also kriegt von mir 4 von 10. Der Bobbin gefällt mir ganz und gar nicht. Hier haben wir aktuell 3,67 von 5 bei 6 Votes. Den will ich auch jetzt gar nicht großartig durchprobieren. So, dann haben wir den Glowrider noch. Und der Glowrider, ja, ist halt ein Standardgleiter. Ein bisschen Neonfarben drin. Und der kriegt von mir... Der Glowrider kriegt von mir 4 von 10. Und wie sieht's aus beim Glowrider? Glowrider hat hier 3 von 5. Ja Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über euren Like freuen. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Achso, ich habe hier auch wieder so eine Abstimmung reingemacht. Ne? Müsst ihr mal gucken, oder mache ich rein, wie euch denn der Marshmallow gefällt. Morgen ist ja da dieses Event. Ne?
In Pleasant Park, da ist ja dann neben seinem Konzert, ne? Bin ich auch mal gespannt. Ja, Leute. Ja. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Mit mir dem Herrn gleich oder Fortnite Action mit dem Herrn sofort. Jo, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.